Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen. Pressekonferenz nach dem Spiel Grizzlies Wolfsburg gegen die Kölner Haie. Endstand vor 3.158 Zuschauern. 3:6 aus Sicht der Grizzlies. Ich darf wie immer die Trainer beider Teams bei mir begrüßen und bitte Corey Clouston um sein Statement zum Spiel. I thought it was a solid effort from our guys. I thought it was kind of a up and down game, especially the first half the game. You know, we got a little bit unfocused and undisciplined and took some penalties late in the first there, and it broke up some of our momentum. You know, I liked our penalty kill tonight. You know, both teams, I think, are missing some key players. So we had to have other guys step up, and I thought we got a pretty good effort from everybody. And you know, we got some goals in the third period, I thought, just from kind of sticking with it. But we knew we were in for a tough challenge against a very good team, a team that always gives us, you know, a really good game. And we knew we were going to have to be at our best to come away with a win. It was just a solid game. We're going to have to regroup, refocus, and get ready for next weekend and kind of go from there. Vielen Dank, Corey Clouston. Ich fasse das nochmal ganz kurz und knapp zusammen. Also es war ein solides Spiel seiner Mannschaft. Es war ein Hoch und Runter, speziell in der ersten Spielhälfte. Seine Mannschaft hat ein paar zu viele Strafen genommen, aber hat das dann durch ein gutes Penalty-Killing wieder wettgemacht. Und beide haben ohne Schlüsselspieler oder ohne viele Schlüsselspieler gespielt. Dennoch war es insgesamt eine gute Leistung seines Teams. Und jetzt geht es darum, sich auf die kommende Aufgabe vorzubereiten. Pavel, dein Statement zum Spiel, bitte. Guten Abend. Ja, erstmal Gratulation. Die Kölner, ein Trainerstab eigentlich zu dem Sieg. Ja, wir haben auch gewusst, heute die Kölner zu schlagen, da brauchen wir natürlich alles und alle auf dem Eis, und wir brauchen eigentlich unser bestes Spiel, unsere beste Defensive, und die haben wir heute leider nicht bekommen, aus verschiedenen Gründen, weil der Gegner ist schon stark, das haben wir gewusst, aber wenn man 3 Tore schießt, sollte es auch gegen so eine Top-6-Mannschaft genug sein, zumindest Punkte zu machen, zumindest einen Punkt. Manchmal wollten wir zu viel, wie zum Beispiel bei dem zweiten Gegentor eigentlich. Wir haben zum Beispiel sehr, sehr solide Partie in Ingolstadt gespielt, wo wir gar kein 3 gegen 2 oder Breakaway oder 2-1 eigentlich zugelassen haben. Und dieses volle Minute zweiten Drittel waren das viel zu viele. Und es ist egal, ob wir zu Hause spielen, vor ein paar mehr Zuschauer, vor 3000 Zuschauer, oder ob wir auswärts spielen. Wir müssen einfach clever sein und wir müssen immer das Gleiche machen. So eine gute Mannschaft wie Köln, die brauchen nicht so viel, die werden das natürlich auch ausnutzen. Aber die Jungs, die haben gekämpft, haben alles versucht. Es hat nicht gereicht heute, und wir wissen, dass wir einen Weg finden müssen, einfach Top-6-Mannschaften zu schlagen. Und das geht einfach nur mit einer sehr, sehr guten Defensive, und zwar für 60 Minuten. Ich meine 3-3 nach 40 Minuten war es noch solide. Dann glaube ich, der Knackpunkt war die ersten 7-8 Minuten im letzten Drittel. Weiß ich nicht, warum wir eigentlich so zögernd waren. Kölner wollten es auch ein bisschen besser, haben sie auch Momentum kreiert und dadurch 2 Tore geschossen. Aber wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Wir haben ein wichtiges Spiel in Ingolstadt gewonnen, heute ein wichtiges Spiel verloren, aber es geht einfach weiter. Müssen wir uns auf das nächste Spiel am Freitag fokussieren, weil das können wir heute nicht mehr ändern. Also Gratulation zu dem verdienten Sieg. Danke. Danke, Pavel. Gibt es Fragen an die beiden Coaches? Auch heute nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen aus Köln eine gute und vor allem sichere Heimreise. Hier geht es am kommenden Freitag weiter mit dem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters. Bis dahin haben Sie eine schöne Woche. Tschüss, ciao von dieser Stelle.